und lässt die durchweichen. Und dann kannst du es besser aufnehmen. Kannst du es besser aufnehmen. Jetzt Jackass, das hast du bestimmt immer geliebt. Lieber Konstantin. Nee, Frau Dröge, hier steht noch alles. Ist alles noch in Ordnung. Lieber Konstantin, ja, das hast du bestimmt alles klar, danke. Gerne geguckt, nicht wahr? Das habe ich gerne geguckt, ja, das stimmt. Ja, das wir haben ja die Molekülketten vom Steinsalz für euch einmal zusammengebaut. Das sind die kleinen. Achso, den Witz mache ich nachher erst. Woher weißt du denn, da steht dran oder wie? Das kenne ich. Das kenne ich. Nein, das bekannteste Bimetall, was verbaut ist, ist in der Tat im Bügeleisen verbaut. Damit es abschaltet. Genau, damit es abschaltet, wenn die Temperatur erreicht hat. Ja. Deswegen ist das, eigentlich hat jeder zu Hause so ein Bimetallschalter nicht im Bügeleisen. Mhm. Ja. Florian, wann geht's denn überhaupt los? Ich weiß nicht, wollen wir anfangen? Ach so. Ach so, nee, Mittwoch. Ah, jetzt habe ich verstanden. Okay. Ah. Die, oh Gott, jetzt hat er mein Kinn gesehen, hätte ich fast gesagt, die Maske rutscht. Ja. Also sowas, so eine Ferkelei. Das legen wir, komm hier, fahr den Abspann ab. Fertig. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Status 2, eurem wilden Experimentierspaß mit Florian Peters und Konstantin Mennecke. Das bin ich, ganz genau. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid. Wir haben euch jede Menge tolle Sachen mitgebracht, aber es gibt diese Woche eine Sensation für euch, denn ich habe die Experimente nicht vorbereitet. Ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert. Knopfhoff macht heute Florian. Ja, genau, Konstantin. Damit du danach sagen kannst, auch Florian, war das aber langweilig, nicht wahr? Das stimmt überhaupt nicht. Also seit meiner Teebeutelrakete bin ich sehr vorsichtig geworden. Sehr vorsichtig. Aber ich sehe schon, du hast dir einiges aufgebaut. Den Brenner habe ich jetzt hier hingestellt. Genau. Den kenne ich nämlich noch aus meinem Chemie-Leistungskurs. Wobei Bio-Leistungskurs hatte ich auch. Also eigentlich alles das, was kompliziert ist, zu kompliziert für mich. Florian, was machen wir heute? Wir spielen ein bisschen mit Feuer. Wir werden... Feuer spielt man nicht. Genau, gut. Ein paar Experimente mit Feuer, ein paar mit Wasser. Ja. Und ich habe auch Teebeutel mitgebracht, weil ich habe das gestern ausprobiert. Es funktioniert. Ja. Und das wollen wir euch heute auch nochmal nachliefern, dass die Teebeutelrakete wirklich funktioniert. Ich hatte schon Angst, es flog dann so hoch und höher und die Decke kam immer näher gestern. Das ist, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr jetzt Angst habt, und liebe Schülerinnen und Schüler von Florian Peters, wir sind jetzt, weil ihr gesagt habt, ihr findet das so toll, euch immer näher gekommen. Jetzt sind wir nur in eurer Schule, nächstes Mal wahrscheinlich bei euch im Unterricht. Weiß aber weder die Schulleitung noch Florian bisher was von. Das kommt, also wenn das hier ein Brand gerät, es ist eine Landkreisschule, wir dürfen das. Alles gut. Genau, nein, ich habe das gestern auch nochmal mit der Schulleitung abgesprochen, alles gut. Nee, das ist die Schule im Brand gerät. Also, genau das, damit es ein neues Gebäude gibt. Hauptsache, es steht nicht schnell in der Zeitung. Genau, Hauptsache, es passiert jetzt nicht wirklich, weil dann aber vorsätzlich gehandelt. Ja gut, also ich habe einen guten Rechtsschutz, aber das ist egal. Du brauchst eine Haftpflichtversicherung. Die habe ich sowieso. Aber für das Hinterher, das wird ja viel teurer. Genau. Du hast eine Kerze mitgebracht. Ich sehe, hier brennt eine Kerze. Genau. Guck mal, wir haben auch diese Kamera wieder mit dabei. Ich kann diese Kerze einmal zeigen. Nein, Konstantin, pass auf, es ist ganz einfach. Das kennt, glaube ich, jeder von den Älteren auf jeden Fall. Du kennst es auch. Da wir aber auch Kinder dabei haben in der Kinderfeuerwehr. Ja. Und jetzt wird es ein bisschen problematisch. Wir müssen nämlich die Kerze auspusten. Okay. Kerze auspusten. Auspusten. Soll ich das mal machen? Dann pusten wir aus. Ich habe mich extra rasiert, damit ich gut aussehe. So, und jetzt durch den Rauch, hast du gesehen, springt die Flamme über. Boah, können wir das nochmal zeigen? Wir können das nochmal zeigen. Oh Mann, so schnell bin ich nicht. Boah,
So, und jetzt wäre die Frage, Konstantin, woran liegt das? Woran das liegt? Warum kann ich die Kerze durch den Rauch wieder entzünden, ohne mit dem Streichholz in die Kerze zu kommen? Also ich kann jetzt nur mutmaßen, aber ich würde vermuten, dass es sich hier um Wachs handelt. Und Wachs ist fest. Man sieht das ja, wenn ich hier drücke, passiert nichts. Dieses feste Wachs wird durch die Temperatur, durch den brennenden Docht, flüssig. Genau, ich nehme mal ein bisschen Wachs raus. Das wird ja, siehst du, das wird ja gleich dann wieder hart und wir sehen, das ist Wachs, das redet. Es wird flüssig und jetzt ist es wieder. Muss ich wieder die Kamera hier nehmen, dann sieht man das nicht. So, hier nehmen wir das flüssige Wachs. Oh ja, da sieht man das. Sieht man, ne? Genau. So, du warst beim flüssigen Wachs. Genau, das Wachs wird flüssig, steigt durch den Docht nach oben und verbrennt dann. Das Ganze, wenn du das auspustest, verdampft das immer noch weiter, verbrennt aber nicht und steigt das vielleicht, also ich weiß es ja nicht, steigt das dampfende Wachs hier immer noch mit ein bisschen nach oben mit dem ganz normalen stinkenden, ausgepusteten Kerzengeruch. Und dadurch, dass du das dann da reinhältst, das Feuer, entzündet sich dieses Gas vielleicht und geht wieder runter und dann brennt es wieder. Eventuell so. Du hattest Chemie-LK, nicht wahr? Ich hatte Chemieleistung. Genau. Liebe Grüße an Frau LeBlanc. Bitte seien Sie stolz auf mich. Das, was ich heute hier abgeliefert habe, ist besser als, das ganze, weiß nicht, anderthalb Jahre Chemieleistungskurs. Nein, du hast völlig recht. Ne? In dem Qualm befindet sich ja eben dieser Wachsdampf und der Wachsdampf ist brennbar und deswegen funktioniert das Ganze. Super. Nur als kleine Demonstration, letztendlich kennen wir dieses Ganze ja von der Feuerwehr auch, nämlich die Rauchgasdurchzündung. Ne? Oh, ja. Ne? Der Unterschied war, hier fehlt uns die Zündtemperatur, deswegen brauchen wir das Streichholz. Bei uns bei der Feuerwehr ist die Zündtemperatur vorhanden. Was fehlt bei der Rauchgasdurchzündung immer? Bei der Rauchgasdurchzündung, bevor die passiert, also was da fehlt? Ne, meistens passiert das ja, wenn man zum Beispiel ein Fenster einschlägt und dann Sauerstoff dazukommt. Genau, richtig. Ne? Bei der Feuer fehlt immer Sauerstoff. Und deswegen Problem nicht ist, einfach irgendwo Fenster einschlagen. Genau. Grundsätzlich nicht. Und wenn das Haus brennt, bitte auch schon sehr vorsichtig vorgehen. Genau. Ne? Und da wir rein müssen, bringen wir den Sauerstoff mit, deswegen die Rauchgasdurchzündung. Das ist ja spannend. Können wir das nochmal sehen? Können wir das nochmal machen? Ja. Das sieht toll aus. Das sieht wirklich toll aus. Na, und hier ist es letztendlich das Gleiche, nur dass wir eben Sauerstoff haben und diesmal halt die Zündtemperatur liefern müssen. Du pustest es aus. Oh. Ah. Oh! Toll! Wirklich schön! Super! Gut. und das Experiment hat funktioniert. Hat funktioniert, genau. wir stellen die Kerze mal beiseite. Ja. Pass mal auf, du bist ja auch Hausmann, nicht wahr? Du bist Hausmann. Also ich bin ein Hausmann, der vor allem auch keine Spülmaschine hat. Ich wasche selber ab. Echt? Ja, und beim Abwaschen gucke ich gerne immer, kann man da Werbung für machen? Ja, ist ja öffentlich-rechtlich, kann man, bezahlen wir ja alle. Gucke ich immer gerne die NDR-Doku, Nord Story heißt die, glaube ich, und wasche dabei ab. Da ist die Zeit gut genutzt. Und du bist auch Hausmann und hast uns hier Mandarinen oder Clementinen mitgebracht? Ja, das weiß ich auch immer nicht. Ich glaube, es sind Mandarinen. Also pass auf, du musst die jetzt mal so einschneiden. Wird einfach wegmoderiert. Das wird einfach wegmoderiert, genau. Ja. Dass du das Innere nicht triffst. Okay, ja? Also wer das zu Hause nachmacht, wenn überhaupt, nur mit Mama und Papa. Genau. Papa, einfach mal Mama oder Papa rufen. Die sollen doch mal bitte dieses Experiment mit euch machen. Genau. Na? So, und dann brauchen wir. Was machen wir? Wir brauchen jetzt endlich. Pass auf, du musst das. Was ist das denn für eine Anstiftung? So, guck mal. Genau so. So, gucke mal. So soll das dann aussehen. So, das wäre schön, wenn du das hinkriegst. Oh Gott. Gut. Also, guck mal. So wäre es richtig gewesen. So ist es falsch. Entschuldigung, ich bin halt auch viel vielleicht im Fitnessstudio, aber. Ist das nicht richtig jetzt? Also Konstantin, du bist ein Grobmotoriker. Hä, aber das sieht wunderbar aus. Das ist gut, ja wie so eine Granini-Werbung jetzt hier. Granini, gut. Gut, also das ist nur noch für Saft. Das sieht auch Das ist das, was wir für unseren Versuch brauchen. Gut, schön. Wir wischen das gleich mal weg. Eine unfassbare Sauerei habe ich hier wieder gemacht. Richtig, aber es sieht schön aus hier. Das sieht schön aus, ja. Aber das war gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Warte mal. Geh mal in die Putzstation. Du gehst mal in die Putzstation. Ich wollte dir nämlich mal was zeigen. Wenn das ist auch eine Geschichte aus meiner Kindheit. Ich habe schon immer schrecklich gefunden, wenn meine Hände kleben. Finde ich ganz schlimm. Habe ich immer gesagt, Mama, Hände waschen. Da war ich immer schon sehr gründlich.
Jetzt kriegst du mein Papiertuch weg. Nee, das nehme ich jetzt nicht mehr. Das nimmst du nicht mehr, gut. Das Bruchtuch. Gut, aber ich habe es ja hingekriegt. Also so soll das Ganze aussehen. Ne? Also du hast jetzt nur noch... Ja, Moment, Entschuldigung. Das war so nicht... Ja. Ja, da bin ich schon wieder. Guck mal, du hast jetzt also nur noch diese Halbschale. Okay, ja. Ja, ganz wichtig ist dieser Schrunk. Jetzt nehme ich ganz normales Speiseöl. Ja. Füll da so ein bisschen rein, dass das so ein bisschen... Oh, jetzt hast du einen Strunk getroffen. Das macht nichts, das soll ja auch so sein. Der darf noch nicht abbrechen. So, guck mal. Also im Zweifel hätten wir ja auch noch was. Hätten wir noch was, da ist auch ein kleiner Strunk. Genau. So. Und jetzt haben wir uns, du glaubst es kaum, selber eine Kerze gebaut. Nein. Doch. Oh. Pass auf. Jetzt kommt der Vorführeffekt, jetzt geht's nicht, ne? Ja, der hängt ein bisschen. Der hängt ein bisschen, ja. So, vielleicht mal. Bieg ihn mal in die andere Richtung vielleicht noch rüber. Ja, ja, vielleicht steht er dann besser. Oh. So, guck mal. Und das können wir jetzt zur Seite stellen. Das wird jetzt gut den Rest der Sendung brennen. Das ist ja toll. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die schönsten Tipps und Tricks für diese dunkle Adventszeit kriegt ihr heute im neuen Jahr bei nachträglich geliefert. Genau. Gut. Und wirklich schön. So. Du bist ja so ein richtig besinnlicher Mensch. Manchmal, nicht wahr? Jetzt geht das wahrscheinlich aus, weil der doch zu lang war. Dann wenn nicht, dann schneiden wir den kurz einfach nochmal. Pass auf, aber jetzt... Brennt weiter. Brennt. Fangen wir als nächstes an mit der versprochenen Teebeutelrakete. Nur mal ganz kurz, guck mal, du kriegst einen Teller, ich krieg einen Teller. Ja. Diesmal habe ich auch von einem... Du darfst mit deinem Doppelkinn nicht zu weit runter, dann kratzt du nämlich am Mikrofon. Pass auf, diesmal haben wir auch die Teebeutel, die ein bisschen günstiger waren, sag nicht wahr? Der richtige. Und diesmal funktioniert das, Konstantin. Damit wir das nochmal nachliefern können. Jetzt bin ich aufgeregt. Ob das jetzt so funktioniert, wie soll? Du machst dann schon. Hört man das eigentlich bei seinen Kratzen? Hört man nicht? Dann haben wir gute Mikrofone gekauft. Vielen Dank übrigens an unsere Unterstützer, unter anderem Mura Feuerschutz. 1000 Euro für genau dieses Projekt hier. Herzlichen Dank. Die anderen 1000 gingen an die Gandersheimer Domfestspiele. Vielleicht machen wir mal was zusammen. Theater mit den Gandersheimer. Aber die machen das halt wirklich professionell und wir sind ja noch nicht mal Laienschauspieler. Wir sind noch nicht mal Laienschauspieler, ich wollte es gerade sagen. Und vielleicht besuchen wir die trotzdem mal. So, pass auf. Du kriegst gleich auch mal eins, wenn ich das gemacht habe. Also wenn das jetzt wieder nicht geht. Also wie gesagt, gestern... Immer noch schön. Gestern zu Hause in der Küche. Du hast es so gedreht. Und zu Hause in der Küche. Da müsst hat ihr es funktioniert. Zu Hause in der Küche hat er das Experiment gemacht. Florian wohnt in einem Holzhaus. Genau, ich wohne in einem Holzhaus. Und wie es dann so Richtung Holzdecke ging, muss ich mal schnell hinterherwischen, weil du wirst gleich sehen, das fliegt in der Tat hoch. Ja. Bei YouTube fliegt das auch überall hoch, aber nur bei mir geht das immer nicht. Doch, wir zeigen das. Wolltest du die kleine Kamera nehmen? Ja, warte. So. Ja. Pass auf. Die hat auch nicht so eine dicke Verstärkung, aber da bleibt auch so ein Stümmel stehen. Mhm. Siehst du das? Ja. Wie bei mir. Oh! Siehst du? So hast du dir das vorgestellt, nicht wahr? Oh, ja, Marco. Die Brandmeldeanlage der Schule hat ausgelöst. Das kann ich sagen. Super. Ja, und ich darf das auch ausprobieren? Du darfst das jetzt auch ausprobieren. Damit mir geht es wieder nicht. Pass auf. Damit du auch ein Erfolgserlebnis hast. Damit ich auch mal ein Erfolgserlebnis habe. Genau, richtig. So, was muss ich jetzt machen? Die Schere wegschmeißen. Mit der Schere immer bitte vom Körper weghalten. Genau. Sonst seht ihr, was passiert. Na, du musst den Knoten durchschneiden, darfst du den Beutel nicht treffen. Okay. Genau, und ich meine, du hast es ja letztes Mal schon erklärt gehabt. Hat schon geklappt.
Das liegt ja daran, warme Luft steigt nach oben und irgendwann ist der Teebeutelrest so leicht, dass er von der warmen Luft mit nach oben getragen wird. Ne? Habe ich das richtig erklärt? Ich glaube, so hatten wir das erklärt. Genau, es entsteht eine Thermik unter dem Teebeutel. Ne? Die warme Luft sammelt sich da und steigt schnell nach oben und zieht dann letztlich einfach den Teebeutel mit. Ich bin ganz aufgeregt jetzt. Sowas klappt für gewöhnlich nämlich bei mir immer nicht. Oh. Ja, das gibt's doch gar nicht. Sehr schön, Konstantin. Eher wieder hergestellt und guck, wie schön das fliegt. Deswegen vielleicht nur im Freien ausprobieren. Ja. Weiß ich nicht. Ich bin da nicht ganz so. Ich vertraue dem Ganzen nicht so. Guck mal, da kommt es noch runter. Da kommt es noch runter, ja. Gut, dann haben wir das ja nachgeliefert. Du hattest deinen Erfolg und dann können wir jetzt nach Hause gehen, nicht wahr? Ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und übrigens, eins will ich auch noch zeigen. Die Kerze von Florian, die brennt übrigens immer noch. Ich bin eigentlich immer neugierig. Du hast ja noch ein bisschen Öl, ne? Ja. Wo steht denn das jetzt? Ja, nicht alles nehmen, das brauchen wir gleich fürs nächste Experiment. Ja, nee, ich nehme nicht alles, keine Sorge. Wenn ich das Öl jetzt nehme und ich schütte das... Nee, das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil du keinen Docht hast. Doch. Weißt du, deswegen musste das ja stehen bleiben. Also, Docht. Meinst du? Docht. Meinst du das... So, jetzt pass mal auf, mein Freund. Jetzt wolltest du beweisen, dass deine Kerze auch brennt, ja? Meine Kerze brennt auch, ja. Oh, aber habt ihr gesehen, mit dem letzten Fitzel. Ja. In letzter Sekunde, last minute hier. Sie brennt. Du bist glücklich, ne? Sie brennt. Aber wie sie brennt, Freunde. Gut. Ja. Lassen wir sie auch brennen, nicht wahr? Wir lassen hier alles brennen. Also, wir lassen unsere Versuche hier brennen. Nee, guck mal. Ah. Doch, doch, das geht schon. Das geht schon? Hm? Du erinnerst dich, wir haben mal Wasser in ein Glas gefüllt und es mit Papier umgedreht und es hat gehalten, nicht wahr? Ja, du erinnerst dich? Das stimmt. Genau. Weißt du noch, warum das so war? Das lag daran, dass die Raumluft, der Raumluftdruck, da habe ich letztes Mal eine falsche Zahl gesagt. Ich glaube, es sind 1023 Hektopascal, aber ich weiß es nicht mehr genau. Wenn wir das da drauf machen, quasi dadurch, dass es dann ein abgeschlossener Raum ist, auch drückt und deswegen das nicht rauskommt. Genau, ne, weil der Luftdruck quasi gegendrückt. Einfach nochmal in die letzte Folge reingucken. Wir lassen Sie jetzt muss ich schlau umdenken, hier oben jetzt mal aufpoppen. Da kommt jetzt so ein kleiner Banner, wenn ihr das bei YouTube seht, da könnt ihr nochmal auf die letzte Folge gucken. Gut, pass auf. Das ist Speiseöl. Ja. Ja, Konstantin, ich sehe, deine Kerzenvariante brennt auch, ja. Wie war das mit der Dichte von Öl und Wasser? Weißt du das noch? Also das kann man sich eigentlich jetzt logisch über... Ich weiß es jetzt nicht, aber ich habe eine Ahnung. Wenn ich Wasser und Öl in einer Flasche miteinander mixe, oder mache ich dir jetzt den Versuch kaputt? Nein. Gut, das haben wir nämlich auch mal in Chemie oder Bio gemacht, aber das war, glaube ich, in der Klassenstufe 5. In eine Flasche geben, zusammen mixen. Dann hast du, es gibt eine homogene Masse und eine heterogene Masse. Bei einer homogenen Masse sieht es aus wie, also es ist alles Erdbeermarmelade und bei einer heterogenen Masse sieht es aus wie, unten ist Zucker, oben sind Erdbeeren und dann kommt noch ein bisschen Konservierungsstoff. Da sich das Öl immer oben absetzt, hat Wasser eine höhere Dichte als Öl. Genau. Und was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir kippen das Glas wieder um mit dem Papier, wie wir das schon gemacht haben, setzen dieses Glas auf das Öl und ziehen einen Spalt weit auf, sodass ich... Boah, das... Und dann... Ich glaube, das wird sowas, was viele in den 80er und 90er Jahren gehabt haben. Genau, dann wird das so eine Art Lavalampe, wenn du so möchtest. Genau, ne? Weil nämlich das Öl ja leichter ist als Wasser. Aber willst du das schon vorher jetzt verraten? Das darfst du doch nicht verraten, Florian. Ah Gott, dann... Was passiert da jetzt wohl? Also, wir drehen das um. Ja. Es hält, ne? Jetzt, wo wir das hier gemacht haben, sind wir ein bisschen mutiger. Ja, sehr gut.
Wir setzen das drauf. Das Problem ist jetzt, das muss natürlich relativ kantig sitzen. Das Glas auf dem Glas. Ich glaube, das müsste so passen. Ja. Und jetzt ziehen wir immer ein Stück weiter, bis es wir hier am Rand sind. Jetzt muss ich jetzt hast du aber ganz schön weit gezogen. Ja. Ja. Warte mal, ein Stück muss ich noch, ne? Ja. Meine Schuhe machen Geräusche hier, nicht, dass jetzt sonst jemand denkt. So, pass auf. Und jetzt können wir uns das angucken. Jetzt kommt so langsam das Öl, siehst du das? Ganz langsam. Jetzt auch ein bisschen schneller. Ne, jetzt geht das Öl nach oben, weil es ja leichter ist als Wasser. Und das Wasser geht nach unten. Das sieht ja witzig aus hier. Gluck. Und jetzt hast du das quasi, wenn es dann fertig ist, ist es genau umgedreht. Jetzt könnten wir theoretisch das wieder, können wir gleich mal machen. Umdrehen und dann nochmal machen. Wieder zumachen. Und dann haben wir jetzt einmal die Behältnisse ausgetauscht. Ne, das Öl ist jetzt oben. Einmal die Flüssigkeiten ausgetauscht. Genau. Übrigens in Corona-Zeiten nicht machen. Das ist nicht gut. Aerosole und so. Genau. Oh, jetzt hast du es kaputt gemacht. Ja, jetzt, ich glaube, jetzt hast du das Papier eingeknickt. Ja. Aber egal, kannst es trotzdem bestimmt umdrehen. Mit dem Öl? Das wird eine Riesensauerei. Nee, das geht bestimmt. Ich glaube nicht. Boah, ne. Oh. Ja, den maximalen Schaden. Genau, richtig, ne? Ne, und eben, ne, weil die Flüssigkeiten unterschiedliche Dichten haben, funktioniert das Ganze nicht, oder? Andersrum hätte es, weißt du, hast du ja gerade selber gesehen, hätte es nicht funktioniert, wenn wir das Öl zuerst nach unten gepackt hätten. Ja. Ja? Richtig, genau. Schön. Interessant. So baut man also zu Hause eine Lavalampe. Denkt dran, es gibt eine Riesensauerei. Deswegen sind wir ja auch nicht bei dir zu Hause, Konstantin. Genau, sondern hier in dieser wunderbaren Schule mit Schnee übrigens. Draußen Schnee. Ich sehe schon, du bist aber eher so der Feuertyp, nicht wahr? Absolut. Muss mal hier, ich habe irgendwie... vielleicht nicht so gut, frisch rasiert unter so eine Maske zu gehen, wenn man sich dann irgendwann wundert, warum sind da eigentlich so Stoppel plötzlich in meinem Mund. Ein bisschen blöd, aber naja. Okay, geht. Florian, du musst das anders machen. Ja. Und zwar nimmst du dann die Tücher und lässt die durchweichen. Und dann kannst du es, weil dann kannst du es besser aufheben. Na, jetzt weich das so ein bisschen durch. Und dann kannst du das quasi so. So, und das ist Werbung für den Kreisvolkshochschulkurs Putzen mit Konstantin. Da nimmt man immer so ein bisschen Zitrusfrische, weil das nämlich die Öle spaltet. Und dann ist das ratzfatz alles sauber. Ich bin begeistert und merke, dass du alleine wohnst. Oder man könnte auch sagen, dass du reinlich bist. Entschuldigung, das weiß ich nicht. Das kommt mir sehr entgegen. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Aber es gibt bestimmt manche Leute, die jetzt beim Zugucken plötzlich den Kaffee ausgespuckt haben. Und Konstantin, ich muss sagen, guck mal, deine Kerze brennt noch. Ja. Meine brennt auch, da ist das Öl schon fast leer, aber deine brennt auch noch. Und da können wir noch mal ein bisschen Öl nachgießen. Hier haben wir noch ein bisschen was zu erzählen. Jetzt kann ich das durch die Maske eigentlich gar nicht riechen. Riecht das eigentlich so ein bisschen nach Orange, Zitrone, hätte ich fast gesagt. Nach Riecht orangig? Sehr gut. Na, wunderbar. Ich habe jetzt leider wieder ein Wasserexperiment für dich. Das ist ja gar nicht schlimm. Also ich finde es nicht schlimm. Guck mal, Konstantin, damit du es nicht machen musst, habe ich gestern Abend schon was ausgetrunken. Ich denke, die magst du nicht. Also letztes Mal hast du gesagt, bei unserem Podcast mit dem wunderbaren Adventskalender von der Kinderfeuerwehr aus Hutheim hast du gesagt, du magst die nicht. Was erzählst du denn hier den Leuten? Wieso, das haben wir doch getrunken, oder nicht? Wir sind real, ja. Das haben wir doch getrunken, oder nicht? Ist auch egal. Und wir können nachher noch so ein Reel für Instagram machen. Genau. Kennst du gar nicht, ne? Nee, kenn ich nicht. Weiß nicht, was das ist, aber... nee. Instagram, ne? bei Instagram fängt es an, bei Reel geht's weiter. Ja. Guck mal.
Also. Übrigens, wer sich wundert, warum ich diese wunderbare Maske trage, auch dieses Jahr dürft ihr euch auf tolle Kooperationsvideos mit der evangelischen Jugendleine Solling freuen, für die wir oder mit der wir dieses Jahr ganz tolle neue Projekte machen und ein gemeinsames YouTube-Studio aufbauen. Deswegen spread the news, teilt die Nachricht, wer dafür noch gerne spenden möchte. Das seid jetzt nicht ihr, weil ihr seid die Kinder und Jugendfeuerwehren, die wir erreichen wollen. Aber wenn da irgendjemand zuguckt, der sagt, dieses Jahr will ich noch mal was spenden, auch trotz dieser schwierigen Corona-Zeit. Wir sind über jeden Euro dankbar, damit wir unter anderem so ein schönes Mikrofon hier für Florian kaufen können. Damit man ihn auch richtig versteht. Genau, nee, der nuschelt immer so, nicht wahr? Damit man ihn richtig hört. Verstehen ist dann noch ein Schritt weiter. Ah, weißt du, genau das habe ich vermisst, Konstantin, bei unserem Dreh. Wieso? Dass da jemand dir widerspricht? Und genau, das, du bist doch verheiratet. mich immer regelmäßig auf den Arm nimmt und mich auf meine Fehler hinweist. Das kannst du immer so gut. So, pass auf. Nebenbei kannst du schon mal das machen, was ich mache. Mhm. Ne? Ich versuche auch diesmal das besser zu machen als letztes Mal. Genau. Ne? Also aus dem Verbandkasten ganz normal so eine Mullbinde nehmen. Also in etwa 10 Quadratzentimeter sind das bei dir, würde ich fast sagen. Ne? Ach, Hauptsache es passt hier rüber. Also das ist Sinn und Zweck der Sache. Ne? Mhm. Während du das machst, dann kann ich schon mal was holen. Wenn wir jetzt in der Schule, würde man sagen, dafür habt ihr jetzt 7 Minuten Zeit, damit die Stunde schneller rumgeht. So, das habe ich gemacht. Hast du gemacht, ne? Habe ich hier. Gut, alles klar. Super, dann nimmst du jetzt ein Gummi. Ja. Nimmst es am besten gleich doppelt, das ist, glaube ich, einfacher. Mhm. Und packst es hier bei dem Verschluss. Dann sieht das Ganze so aus. Gut, das habe ich jetzt noch nicht richtig gemacht. Na, dann warten wir noch mal kurz. Die ganze Klasse ist fertig und der kleine Konstantin ist noch am Arbeiten. Ja, du hast das so schön oben gleich über diesen, da wo der Kronkorken reinhakt. Das habe ich nicht hingekriegt. Das hast du nicht hingekriegt? Nee, da war ich zu tief. So. So, jetzt habe ich das auch. Super. Das hält, ja? Mhm. Bist du sicher? Gut. Ich bin da fest von überzeugt. Alles klar. Ich muss das jetzt hier nur gerade, weißt du, ich habe keine vernünftigen Zahnstocher gefunden. Und die dürfen nicht haken für den Versuch, deswegen muss ich das mal kurz abschleifen. Es hat aber sonst keine Bewandtnis. Also, das ist ein ganz normales Verbandtuch, also so eine Mullbinde. Hm, ne? Du wirst sehen, die ist wasserdurchlässig, ne? Das heißt, wir machen die Flasche jetzt mal voll. Ja, pass aber auf, das sind immer die, wo richtig schnell was rauskommt. Ne? Ja, deswegen mache ich das immer. Aber die haben wir im Kreisschulungszentrum auch. Genau, richtig. Aber deswegen machen wir das jetzt. Es wird jetzt oben ein bisschen nass, das ist nicht weiter schlimm. Okay, soll ich das auch mal machen? Ja, wir können das, glaube ich, nicht zeitgleich machen. Nicht? Warum nicht? Okay, dann erzähle ich euch gerne noch einen Witz zwischendurch. Kommt ein Mann zum Arzt, sagt, Herr Doktor, ich bin so vergesslich. Sagt der Doktor, okay, seit wann denn? Fragt der Mann, seit wann was? Ja, so ein kleiner für zwischendurch. Okay, Florian ist immer noch nicht fertig. Ich habe aber auch jetzt einfach keinen besseren, den ich noch erzählen kann. So. Genau. Jawohl. Ich mache mal in der Zeit eine aufholen. Also Sinn und Zweck ist es, also erstmal zu zeigen, es ist wasserdurchlässig. Ne? Das haben wir jetzt alle gesehen, sonst könnte ich das ja nicht voll machen. Ne? Du siehst ja, das Wasser kann ich durchlaufen. Genau, das ist das gleiche Material wie bei unserem Schaumlöscher, den wir gebaut hatten. Genau, richtig. So, aber diesmal brauchen wir das letztendlich nicht als Schaumlöschersatz, sondern wenn wir das Ganze jetzt umdrehen, ist es dicht. Komisch, ne? Also es ist wasserdurchlässig, aber jetzt ist es doch dicht. Ne, kannst du, genau, richtig. Nicht so wie bei mir, dass du mir ins Auge spritzt, nein. Sondern jetzt kann man durchgucken und du merkst, es ist dicht. Ne? Ja. Und das Interessante ist, und deswegen habe ich das jetzt gemacht, es ist dicht, obwohl es letztendlich offen ist. Das heißt also, wir können hier ganz normal diesen Zahnstocher nehmen und können ihn von unten zeitgleich reinstecken. Wenn er denn nicht mal wieder hakt, hier an der Mullbinde. Ne, siehst du? Also du siehst jetzt, dass er hier drin ist. Hm. Ne? Bei mir geht er jetzt leider nicht nach oben. Vielleicht schaffst du das bei dir. Das ist wieder der Vorführeffekt hier. Also wir können den da durchstecken und es kommt kein Wasser raus. Ja, das ist jetzt wieder der tolle Versuch hier, nicht wahr? Ja, okay. Also er geht nicht, wenn man das hier mal guckt, er will nicht rein, aber er ist drin. Er ist drin, also eigentlich sollte er nach oben steigen. Ne, das war jetzt meine Intention dahinter. Damit man sehen kann, eben, dass da kommt kein Wasser raus. Das doch durchlässig ist, aber genau, richtig. Und das Ganze ist eine Membran, schon mal gehört? Ja, es gibt auch semipermeable Membranen.
Und das ist was jetzt? Bio-Leistungskurs, das heißt, die lassen von einer Seite was durch, von der anderen Seite aber nicht. Genau. Ne? Ist ja letztendlich hier auch so. Wie so eine Notausgangstür in der Schule. Genau. Wenn Schulschluss ist, ihr könnt dadurch rausgehen, kommt aber nicht wieder rein. Ja, also die Flasche ist offen, wir können sie kippen, es kommt kein Wasser. Und letztendlich... Konstantin, hast du gespielt? Nein, es ist nichts passiert. Na? Oh, oh, nichts bleibt mehr gleich. Das kennt wieder keiner. Das ist nee, die das Musik stimmt. Von... Na? Und wenn ich jetzt Wasser haben möchte, muss ich einfach nur hier unten drauf drücken. Das hast du ja letztendlich getan. Hm? Und dann siehst du ja, wie es in meinen Finger runterläuft, kommt Wasser und jetzt kommt wieder kein Wasser. Ne? Also so kann man sich ganz einfach eine Membran basteln und das einmal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch geht, weil nee, das Problem ist natürlich bei einer Membran, die funktioniert natürlich nur so lange. Also, ne? Da fahre ich euch mit dem LKW durch. Genau, aber das könnte klappen. Oder? Ja, das klappt. Das ist ja verrückt. Ne? Das also, ist ja verrückt. Also bis da ist die Spannung vom Wasser und allem drum genau, und dran so richtig, gut. So gut, dass das hält. Aber wenn du das jetzt gemacht hast, warte mal. Ja, jetzt passt auch der ganze Dichtdings da durch. Jetzt ist er aber, glaube ich, zu groß, ne? Nee, der ist nicht zu groß. Der hängt hier der irgendwo. Der hängt hier immer an warte. Diesem... Ja, siehst du? Ist der gerade wieder rausgefallen? Nein, der ist doch... Da oben hängt er doch. Da. Ich wollte gerade sagen. Warte, hier, komm. Siehst du? Ja. Da ist er. Siehst du, der schwimmt hier das oben. Das ist auch eine Riesensaucherei. Das hier macht nichts. Die Membran hält dicht, obwohl du ja mittlerweile solche Riesenlöcher gemacht hast. Genau. Hält eben die Oberflächenspannung des Wassers zwischen diesen Netzen und der Luftdruck die Flasche dicht. Okay? Ja. Mir ist gerade eingefallen, haben wir bei der Feuerwehr irgendwo eine Membran? Ja. Also ich kenne sie aus dem Gefahrguteinsatz, bin ich der Meinung, gibt es Membranpumpen? Eine Membranpumpe. Mhm. Genau, richtig. Und ich kenne das, und zwar eine Feuerlöschkreiselpumpe. Du erinnerst dich, hast du einen Maschinistenlehrgang, ja, ne? Fast alles. Fast alles heißt, ja, du hast einen Maschinistenlehrgang. Ja, also, genau. Ja. Die Feuerlöschkreiselpumpe kann ja kein Vakuum erzeugen. Deswegen hast du ja zum Beispiel so eine Doppelkolben-Lüfterpumpe noch da vorgeschaltet. Genau, also eine zusätzliche Pumpe, die dafür sorgt, dass der Ansaugvorgang stattfindet. Genau, richtig. Und ich bin der Meinung, die hatte ich mal gelernt, irgendwas im Maschinistenlehrgang, da gibt es eine Membran für. Mit Sicherheit. Dazwischen, aber ich bin begeistert. Ich auch. Wir müssen so viel sauber machen heute. So, jetzt haben wir das ganze Geraffel hier entsorgt, beseitigt, sage ich mal, das ganze Chaos. Genau. Ich habe hier einmal kurz die Luftballons wieder sauber gemacht, weil ja. Wir brauchen jetzt welche. Ich puste den mal ganz kurz auf. Ich ja. Gehe mal ein Stück zur Seite. Okay. Hier, du wolltest keinen Heißluftballon machen und kein Barbecue. Weißt du, der Vegetarier macht jetzt Barbecue, oder wie ist das jetzt hier zu verstehen? Der die Decke voll, genau, mach mal aus. Wir sind übrigens Mittwoch wieder für euch da, mit neuen Experimenten. Da dürft ihr euch jetzt schon drauf freuen. Genau. So, also. Machst du das mal aus? Ja, okay. Es ist gleich aus. Es entgast noch. Super. So, wir nehmen jetzt nicht das schwere Gerät, sondern wir nehmen das leichte mal wieder unsere Kerze. So, und wir sind ja bei der Feuerwehr. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen zeigen, wie denn die kühlende Löschwirkung von Wasser ist. Ja? Wir hatten das ja schon mal, Wasser kühlt. Wasser hat eine kühlende Wirkung. Ja. Genau, so. Also, das ist ein ganz normaler Luftballon, der ist nur mit Wasser gefüllt. Mhm. So, wenn wir den jetzt über die Flamme halten, ja. Wird es gleich knallen und der wird kaputt gehen. Okay. Ja, darf ich? Mhm. So, ganz schnell. Okay. Wir brauchen einmal einen Krankenwagen für unseren Tonmann, der gerade keine Trommelfälle mehr hat. Aber guck mal, da kann man sehen, dass man, wenn man dem druckartig dem Feuer Sauerstoff entzieht, dass es auch rausgeht. Durch eine Explosion zum Beispiel oder so. Ne, es ist eine Druckwelle gewesen. Genau, es ist eine Druckwelle, die hat es ausgepustet. Was passiert, wenn man eine Kerze auspustet? Ihr schiebt im Prinzip das Feuer weg. Genau. Nichts anderes. So, du darfst das jetzt auch mal machen, allerdings in deinen Luftballon. In deinen? Wieso habe ich das wieder gemacht? So, wo haben wir den hingepackt? Achso, guck mal hier, pass auf. In deinem Film ein bisschen, welchen möchtest du denn gerne haben? Guck mal, du kriegst den Neon-Gelben. Den Neon-Gelben. So, da packen wir ein bisschen Wasser rein. Mhm.
Bin schon froh, dass die Flasche Brennspiritus da jetzt keine Rolle spielt. So, dann einmal aufpusten, bitte. Ja. Genau. So, und wenn du jetzt diesen Luftballon, natürlich geht das nicht dauerhaft, ist klar, dafür ist nicht genug Wasser drin, aber wenn du jetzt diesen Luftballon immer über die Flamme hältst, wirst du sehen, das wird reichen, um den Luftballon von außen rußig zu machen, weil das Wasser da drin die Temperatur so weit runterregelt, dass der Luftballon nicht kaputt geht. Ja. Das lass uns mal ausprobieren. Ich würde das gerne ausprobieren, aber ich würde gerne die Kamera hier mal auf... Oder soll ich das ausprobieren und du machst die Kamera, oder? Nee. Alles gut. Ich habe die mal auf 240 Bilder die Sekunde gestellt. Ja, ist doch gut. Ja, so. Jetzt ist er wieder auf 24. Das kann doch nicht wahr sein. So, und jetzt versuch mal immer so langsam, nicht wahr? Wie gesagt, du kannst ruhig weiter runtergehen, das ist gar kein Problem, bis die unten rußig wird. Und jetzt wieder hoch, bitte. Also musst du, das ist natürlich... Der platzt da nicht. Der platzt nicht, ne? Nee. Ne? Genau, und so kann man eben auch gut sehen, dass irgendwann geht der natürlich auch kaputt, wenn du jetzt noch länger dran hältst, aber es hält gut, ne? Der hält sich aber tapfer, ja. Im Gegensatz zu dem anderen, ne? Also so siehst du, welche Wirkung letztendlich... Das ist diese Angst. Ja! Genau, das ist doch irgendwann passiert. Sind wir doch mal ehrlich, das wolltest du doch auch, oder nicht? Natürlich, ja. Man hat gesehen, dass er richtig lange durchgehalten hat, der Kollege, ne? Und so liegt das eben am Wasser. Du weißt ja, Wasser ist der beste Wärmeleiter. Wasser ist alles nass. Wasser ist der beste Wärmeleiter, den wir kennen, nicht wahr? Weißt du ja selber. Deswegen ist es ich versuche gerade dauerhaft nett zu gucken, weil gerade ein Bild gemacht wurde. Achso, Entschuldigung. Jetzt habe ich wieder dazwischen geredet. So, jetzt ist wieder alles schmutzig. Jetzt ist wieder alles schmutzig. Nein, aber wir wollten das nochmal ganz kurz erklären. Du weißt ja, Wasser ist ja mit der beste Wärmeleiter, den wir kennen. Ja. Deswegen hat man immer das Problem, wenn man bei den Temperaturen ins Wasser geht, kühlt man sehr schnell aus. Ja. Weil unsere Körperwärme auch weggezogen wird. Es liegt Schnee draußen. Genau, aber so klaut natürlich auch, ne, die Hitze wird, der Flamme wird letztendlich von diesem Wasser weggeleitet und deswegen hält der Luftballon so lange durch. Sehr gut, sehr gut, schön. Quasi so ein Hitzeschild. Gibt es übrigens auch. Es gibt bei der Feuerwehr nämlich auch Anzüge, die Menschen tragen können, wenn sie mit Feuer zu tun haben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem, wenn man irgendwo Feuer löschen muss, wo es sehr, sehr heiß ist. Aber auch im Sommer, wenn man draußen Flächenbrandbekämpfung macht und es auch sehr heiß ist. Es gibt so Kühlwesten. Die haben den gleichen Effekt. Das sind so Westen. Ne? Ihr kennt das vielleicht von der Polizei, wenn die in so einen Einsatz gehen, so eng anliegende Westen. Da ist aber dann nichts drin, damit die irgendwie sicher sind, sondern da ist eine Flüssigkeit drin, die dafür sorgt, dass du kühl bleibst. Damit sie nicht zu warm wird. Ja, genau. Richtig, genau. Ne? Ja. Der Körper wird ja heiß und ich meine jetzt nicht, ich habe einen heißen Körper, sondern der Körper wird ja heiß und erzeugt Wärme und die wird da drin dann abgenommen und damit ist es wieder eine kühlende Wirkung. Kann man doch bestimmt auch im CSA anziehen, oder? Weil da wird es ja auch unheimlich warm drin irgendwann, weil die Luft ja nicht wirklich zirkulieren kann. Will ich mir jetzt nicht anmaßen, das zu beurteilen, aber ja. Gut. Wir machen das jetzt hier zwar gerade wieder trocken, aber das nächste ist verwendet wieder mit Wasser. Ach, wie schön. Ja. Wie schön, nicht wahr? Ich finde es gut. Übrigens, meine Kerze brennt immer noch. Ja, deine Kerze brennt auch. Und zwar, wir brauchen jetzt Bleistifte und Gefrierbeutel. Bleistifte und Gefrierbeutel. Genau. Bleistifte und Gefrierbeutel. Warte, ich muss das wieder umstellen hier, sonst kann ich nämlich unseren Zuschauern nicht zeigen, dass es so schön ist. So, jetzt aber, glaube ich. Ha, so, hier, guck mal, wie die Kerze brennt. Advent, Advent. Freunde. Die Kerze brennt. Nur noch 11 Monate, dann ist schon wieder Nikolaus durch. Hast du schon Geschenke gekauft? Nein. Bist aber spät dran, Florian. Also erstmal kommt der Osterhase, oder? Ich kann dir eins sagen, bei mir steht sogar noch der Baum. Der steht bei mir auch noch. Ah ja. Genau. Also ich mache jetzt Folgendes. Ich fülle jetzt in diesen Beutel Wasser. Ja? Mhm. Ein schönes Geräusch. Ne? Wer zwischendurch kurz auf Toilette gehen muss, kurz der sollte drücken, das jetzt machen, genau. Nicht. Gar kein Problem. So, ich denke, das reicht, um das zu zeigen. Das ist dein Beutel, den darfst du erstmal so halten.
Kennst du so ein bisschen, hattest du früher ein Aquarium? Das fühlt sich jetzt so ein bisschen an, als wenn da so Fisch drin war, genau, nicht wahr? So mit Neon und Zebrabarben, Panzerwelse und ja, ich glaube, irgendwann hatte ich auch mal so Schnecken, gibt's da. Genau, so Süßwasserschnecken, nicht wahr? Ja. Und das hast du jetzt nicht mehr? Nee. Aber jetzt nicht mehr. Irgendwann hat man dann das Gefühl, das ist zu spießig, wenn man ein Aquarium zu Hause stehen hat. Aber es soll doch sehr beruhigend sein, oder? Ist wenn man da hinguckt und so. Aber es ist auch sehr beunruhigend, wenn man das immer sauber machen muss. Pass auf, du nimmst das jetzt einfach so, wie du das so kennst, als wenn da jetzt ein Guppi drin wäre, nicht wahr? Kennst du, nicht wahr? Also Guppis hatte ich nie, die finde ich nämlich irgendwie doof. Ja. Aber dann würde ich den noch nicht so nehmen, ja. So, pass auf, und jetzt wollen wir ein bisschen zaubern. Okay. Wir schieben jetzt diesen Bleistift einfach durch den Beutel durch. Ja. Und dann ist ein Loch. Nee, pass auf. Natürlich, das ist ein Loch, aber du wirst sehen, es kommt kein Wasser raus. Pass mal auf, guck mal hier. Guck mal, der ist drin. Guck mal. Und jetzt schieben wir den auf der anderen Seite wieder raus. Das ist ja verrückt. Und das funktioniert. Aha. Und das funktioniert natürlich noch mit viel mehr Bleistiften. Wir könnten jetzt hier nochmal einen einsetzen. Den schieben wir hier wieder rein. Kommt auf der anderen Seite auch wieder raus. Und wie du siehst, es ist kein Tropfen. Du darfst das auch gerne ausprobieren. Ich bin jetzt hier nicht weder Houdini noch der mit Copperfield, weil Claudia Schäfer ist auch nicht meine Frau und meine Freundin. War diese Bemerkung jetzt, ist leider nicht meine Frau oder Freundin? Oder sagst du, ist sowieso egal, weil ich bin... Lassen wir das jetzt. Das Ganze. Ne, Konstantin, also ist keine Zauberkraft, gehst du auch hin. Oh, ja. Ja, ne, man kann das einfach durchschieben. Und da wir jetzt ja eine Hilfeleistungsorganisation sind, und das ist letztendlich... Wir sind eine Hilfeleistungsorganisation. Ja, wir sind doch eine Feuerwehr, oder nicht? Ja. Genau. Nur ich möchte, du kannst natürlich alle nehmen, deswegen habe ich hier 12 Stück mitgebracht, weil ich mir dachte schon, das gefällt dir. Immer was durchstecken. Bist du fertig? Ja. Ja, ne? Gut, ne? Also, liebe Freunde, ihr wisst ja, ich habe lange für ein großes Unternehmen gearbeitet, was unter anderem auch in Hessen tätig ist. Dieses Ding, jetzt mit einem Band oben an der Decke aufgehangen, bei der nächsten Documenta, würden die 60 Millionen Euro ausgeben. Jede Wette. Genau, müsstest du jetzt noch signieren? Müsstest du nur einen schlauen Namen und so, genau. Und ich müsste ein weltberühmter Künstler sein, dann wäre das hier Millionen wert. Nein, und zur Erklärung, das ist letztendlich ja so, dein Fremdkörper verstopft ja gleichzeitig die Löcher und da das Papier, da das ja letztendlich relativ flexibel ist, schließt sich die Folie das da drum wieder. Durch den Wasser- und Luftdruck wird das dicht gehalten. Und das ist ja auch der Grund, warum du im Erste-Hilfe-Lehrgang lernst, wenn einer ein Nagel getreten ist, lass den Nagel drin, verbinde nur die Wunde. Weil mit sonst? Dem, genau, richtig, weil sonst? Ja, genau. Dann ist nämlich... Oh. Du hast meine Kerze ausgemacht. Nein. Nein. Genau. Nein, was ich sagen wollte, das ist... Du bist... Doof, Konstantin. Also meine ist noch an. Hier, Konstantin hat gemogelt. Wir wollen das hier mal klarstellen, nicht wahr? Aber zur Erklärung, genau, du hast es gezeigt. Das ist der Grund, warum man lernt, den Nagel nie rausziehen, sondern verbinden die Wunde und dann ins Krankenhaus. Weil damit wäre natürlich innere Blutung verschlossen. Und es kann eben kein Blut austreten. Und so ist das hier mit diesen Stiften auch. Ne? Hm. Ne? Und das funktioniert natürlich nur mit einem Plastikbeutel. Mit einem Papierbeutel. Deine Kerze ist übrigens wieder an. Also alle, die das nicht sehen können. Ich danke dir. Da hast du wieder an. Guck mal, jetzt hast du meinen Bleistiftvorrat für das nächste halbe Jahr nass gemacht. Sind die vom Steuerzahler hier dann auch bezahlt? Nein, die sind nicht vom Steuerzahler bezahlt. Die aber das sind schöne Bleistifte. Sind möchtest das. Du einen haben? Nein, ich will hier jetzt hier nicht um Bleistifte anpumpen. Aber das ist hochwertige. Das sind immer die Bleistifte, mit denen immer angekreidet wird, was ihr falsch gemacht habt. Aber es wird ja nicht mit Bleistift gemacht, sonst kann man es weggradieren, ne? Genau. Mit rotem Stift bestimmt. Nimmst du rot? Ich nehme rot, ja. Ja. Damit es auch so richtig ins Auge springt. Manchmal nehme ich auch falsch. Blau und Schwarz, je nachdem, mit was der Schüler geschrieben hat. Manche Lehrer machen das bei mir mit Grün. Also ich habe das mal so gelernt, also noch zu meiner Grundschulzeit, war das immer so, Grün durfte nur der Rektor benutzen. Aha. Also... Oh, das weiß ich noch. Da mussten in der Oberstufe bei gewissen Klausuren und so, die dann auch der Schulleitung eingereicht werden, damit geprüft wird, ob das alles mit rechten, also nicht mit rechten Dingen, aber ob das leistungsgemäß war. Und dann war da immer eine zusätzliche Unterschrift. Das war bei mir in Mathe manchmal auch so. Da hat man also quasi so ein Spektrum eingereicht von oben, Mitte und unten.
Was jetzt meine war, das weiß ich bis heute nicht. Aber da war nicht viel Luft nach unten. Ja, in Mathe war ich leider nie gut. Deswegen, du, in Mathe war ich auch nicht gut. Ich bin nicht zur Feuerwehr gegangen. Ich habe es dir schon mal erzählt, Mathe 12. Klasse, da habe ich im Grundkurs eine Arbeit wieder gekriegt. Ne? 0,0%, oh, in Zensur 0 Punkte. Und ich habe 3 Stunden durchgerechnet. Also es ist nicht so, dass ich das leer abgegeben habe, sondern ich war der Meinung, es könnte schon zu 5 Punkten gereicht haben. Und es war Katastrophe. Übrigens, wer sich fragt, was ist das hier eigentlich? Dieses Molekülsystem hier, oder wie es heißt, hat Steinsalz. Ne? Also wir haben ja auch Deko mit Anspruch heute. Die Sendung hoffentlich auch, aber die Dekoration auch mit Anspruch. Wann geht's denn endlich los, Konstantin? Am Mittwoch sind wir wieder da. Am Mittwoch, sehr schön. Mittwoch sind wir wieder auf Sendung und haben ganz tolle Experimente vor. Da seht ihr unter anderem auch, warum diese Orange hier... Uiuiuiuiuiui. Also da dürft ihr euch drauf freuen. Mittwoch geht's wieder los. Du hast meine Kerze schon wieder ausgemacht. Ja, mehr als. Ja, Florian, was haben wir noch vor? Folgendes. Ich habe jetzt ein kleines Gleichgewichtsexperiment für dich. Oh, das ist ja für mich schwierig eher. Ach, das ist ganz einfach. Guck mal, du hast hier eine... Mach dir deine Kerze auch wieder an. Das ist nett. Ich habe netterweise auch diese Dose für dich schon mal ausgetrunken. Das ist doch koffeinhaltig. Das darfst du gar nicht trinken. Den ganzen Abend immer nicht einschlafen. Ja, das stimmt wohl. Jetzt hast du sie ganz kaputt gemacht. Der Docht ist auch gar nicht mehr da. Aber eine Güte. Ist der Docht weggebrannt? Na ja, komm. Ja, aber nicht, dass wir nachher Mecker kriegen, weil wir mit Essen spielen. Das ist kein Essen. Jetzt nicht mehr. Das sind Kerzen. Das sind Kerzen, genau. Stimmt, wir haben Kerzen ausgemacht. So. Hm. Das ist eine leere Dose. Ach, guck mal. Ne? Die rollt jetzt, die gleitet hier schön über den Wasserfilm. Weil sie nämlich ein Luftpolster hat und auf dem Wasser dieses Luftpolster sich bewegt. So, das sollte jetzt aber gar nicht das Experiment sein. Aber schade, das kann man sich auch Knopf auf. Sondern du siehst doch diese Kante hier so, ne? Ich habe irgendwie nicht -6 Dioptrien oder so, ich kann die schon erkennen. So, wir wollen jetzt ganz einfach diese Dose hier einmal so hinstellen, dass sie so auf dieser Kante stehen bleibt. Okay, dann brauche ich aber ein Gewicht da drin. Ja, genau. Sonst kriege ich das nicht hin. So, und wenn ich jetzt zu Hause meine Hausaufgaben richtig gemacht habe, müssen wir ja genau 100 Milliliter Wasser reinfüllen und dann geht das. 100 Milliliter? Ja, hier. Da bin ich aber gespannt. Mach mal. Mhm. Exakt 100 Milliliter? Ja, für mich ist das ja Heimspiel hier. Genau. Und dann müsste das auf der Kante stehen und könntest genauso drehen wie so ein Brummkreisel. Ja, ja, genau richtig abgemessen. Füll mal rum, rein. So, und jetzt kann ich es auf die Kante stellen? Ja, jetzt müsste es auf der Kante stehen bleiben. Das ist ja wieder was jetzt hier für mich, wo ich mich richtig dran festbeißen kann. So, gucke. Es steht. Und wenn wir jetzt ganz... Das ist dass die Leute wieder denken, was ich für ein... Und jetzt kannst du das auch ganz normal einmal drehen, weil es ja Wasser ist. Das heißt, das Gewicht geht ja mal mit. Das ist aber ja bei 100 Milliliter ist es genau... Wer hat dir diese Experimente gezeigt, Florian? Das hast du dir doch nicht ausgedacht. Ja, gucke. David Copperfield nennt man mich genau. auch. Genau. Also, ja? Also das nächste Mal auf der nächsten Party, ne, wenn du wieder mit deinen, das war Absicht, mit deinen Ü50-Kollegen unterwegs bist und für die Partybelustigung zuständig bist. Ich finde es nicht gut, wie du über Christian sprichst. Ja, Mensch, das ist ja super. So ist auch schön, so von Zauberhand so. Ta-ta. Ja. Ne, also hier ist auch kein Netz und doppelter Boden. Nee, steht, ne? Manchmal bist du schon ein bisschen grob, ne? Nö. Klasse. Schön, Florian. Okay. Ja, was ist das nächste Experiment? Hast du nicht das Waschbecken getrunken? So Barkeeper werden, ne? Hier, der Drink, der geht auf dich. Ja, einmal Whisky für den Cowboy auf der anderen Seite, zack. Entweder Kindercola oder Robbie Bubble. Was anderes gibt es nicht. Gut. Ich habe in der Tat noch ein Experiment. Super. Ja. Ich bin total aufgeregt. Und mit Feuer diesmal. Mit Feuer. Für dich? Mit Feuer? Darf ich jetzt endlich meinen Bunsenbrenner hier einmal vernünftig benutzen? Oh nein. Aber warum denn nicht? Das wäre zu einfach. So, pass auf Folgendes. Guck mal.
Wir haben hier diese schöne Box von einem namhaften Möbelhaus. Dann wieder kein Feuer. Tut mir leid, ich habe alles für euch versucht, dass wir endlich mal einen Versuch mit dem Bunsenbrenner machen. So, aber guck mal, namhaftes Möbelhaus, ne? Ja. Nein, ich dachte... Aeki. Wie heißt das nochmal bitte? Aeki? Die heißen, die kommen von Aeki. Sehr schön. Das ist echt so lustig. Also einfach mal redaktion@kv-norm.de eine Mail schicken, wenn ihr gelacht habt. Ich weiß. Aeki, ja, sehr schön. Ja. Nein, pass auf. Wir haben ja, glaube ich, im letzten Video mal gesagt, oder im Podcast war das, wir wollen mal einen Weihnachtsbaum anzünden. Ja. Genau. Da das ja noch ein bisschen dauert, habe ich mir gedacht, jetzt schneide ich einfach mal was. Was ist der Weihnachtsbaum angezündet? Ja, bis wir das mal machen können. Also was das nächste Live-Video. Weißt du, bei dir kann man sich auch nicht verzeihen. Du warst bestimmt ein gruseliger Schüler, warst du bestimmt. Auch ein gruseliger nicht, ich glaube, alle hatten immer Spaß mit mir. Ja, eben. Ne? Ja. Konstantin, der Klassenclown. Gar nicht. Nicht? Nee, total ernsthaft. Ne? Mhm. Habe ich jetzt einfach mal bei meinem Tannenbaum was abgeschnitten. Ne? Mhm. Wir packen jetzt einfach mal das Teelicht rein. Ja. Und gucken dann letztendlich mal, wie gefährlich das ist, wenn man einen trockenen Baum zu Hause hat und echte Kerzen benutzt. Okay. Ne? Einmal im Kleinen und wir freuen uns natürlich auf das Live-Video, wo wir das im Großen machen. Ich schmeiß meinen Baum auch extra nicht weg. Mhm. Ne? Ist aber, das ist ja wieder nur so eine kleine Krüppelfichte, die du da hast. Oh, möchtest du deinen aufheben? Deinen monströsen 2-Meter-Baum? Ja. So, wird es jetzt für die Zuschauer eigentlich gefährlich? Dann müssten wir nämlich hier diese Wand los hochfahren. Du, das weiß ich nicht, weil das ist das, was ich zu Hause nicht ausprobiert habe. Ach, das ist das Experiment, was du wieder nicht ausprobiert hast. Nein. Guck mal, wieso packst du denn die Wand zu uns? Wir könnten sogar ohne Masken moderieren, ne? Wenn ich nämlich Florian Peters hier einfach mal... Nee, das geht nicht höher. Einfach absperre. Das war immer ein gutes Zeichen früher, fand ich bei mir in Chemie. Wenn diese Wand kam, wusste man, es wird spannend, ne? Ja, es wird spannend. Zumindest spannend, ja. Also ich habe selten einen Mathelehrer gesehen, der in die Stunde diese Wand mitbrachte. Das gab es dann immer leider nicht, komischerweise. Jetzt hat sie sich festgefahren. Naja, ist ja auch egal. So. Gut. Soll ich mal eine Pinzette holen? Nee, wir kriegen das so hin. Eine Pinzette, um das Teelicht dann da reinzustellen. Ach so, aber da gibt es eigentlich so eine Zange. Ja, genau. In Chemie immer. Wo haben denn die Chemielehrer? Guck mal, ich nehme euch mal mit. Hier, guck mal. Wo haben denn die Chemielehrer solche Sachen? Hallo, guten Tag. Jawohl, guck, ihr könnt da hören, dass ihr uns hört. Hallo. Oh, hier, jetzt kann man endlich mal in diese Schränke gucken. Ne? Das ist alles zum Abmessen, Pipettieren. Da sind die Brenner. Da, gucke mal. Ah. Oder wollen wir so eine Zange? Nee, so eine würde ich immer nehmen. Die habe ich immer gerne genommen. Ja. Ja, gucke mal. Genau. Ja, sehr schön. Guten Tag. So. Das ist auch immer toll hier, diese Dinger, der Abzug. Ja, Bob, hier ein bisschen Licht. Also du darfst das natürlich dann gleich reinstellen, weil ich weiß, dass du ja gerne mit Feuer spielst. Da gehen schon die ersten Lampen aus hier. Ja. Jetzt muss ich mal Strom anschließen. Wieso Strom? Ja, weil das Licht ausgegangen ist. Hast du gar nicht gesehen, ne? Guten Tag. So, Konstantin. Nachdem die Lichter hier schon ausgegangen sind, sind wir wieder da. Genau. Helm, Handschuhe, Brille oder so? Helmhandschuhe habe ich gar nicht hier. Achso, dann. Also habe ich draußen im Bus, aber das ist ja jetzt auch blöd. Dann willst du es so versuchen? Oder? Ja. Bin einfach ein bisschen vorsichtig. Genau. Na? Ne? Und so, ich mache die Kamera hier nochmal an. Oh, es riecht so schön nach Weihnachten. So, also, ne, das ist jetzt ja ungefähr der Baum, der, ich sag mal, seit 3 Wochen im Wohnzimmer steht. Ja, länger noch, der ist richtig durchgetrocknet bei dir. Und da wollen wir mal gucken, was passiert. Oh! Oh, guck mal, wie spielt. So. Piep, piep, piep. Nee, hier ist kein Rauchmelder. Das wäre auch schön. Wir können gleich mal die Fenster aufmachen. Dann wird es kalt. Aber Konstantin, du hast gesehen, wie schnell letztendlich sich das entzündet hat, nicht wahr? Ja. Und es ist wahrscheinlich jetzt noch nicht mal eine Minute her und letztendlich ist das alles schon abgebrannt, ne?
Hoppala. Ja, das deswegen zu Hause bitte keine echten Kerzen an den Baum. Adventsgesteck, immer nur mit feuerfester Unterlage. Das Freunde. Genau. Aber es riecht gut, ne? Es riecht gut. Das aber vorsichtig, mach da jetzt nicht zu viel, ne? Genau, mach da jetzt nicht zu viel Spannung, weil denk dran, die Schale ist heiß, ja, dann Wasser kalt. Genau, richtig. Ne, jetzt kommt die Feuerwehr und letztendlich kann sie nur noch das ablöschen, was vom Baum übrig ist, weil so schnell sind wir nicht da, nicht wahr? Ja, nein, das ist ratzfatz. Also, da hilft dir auch kein Steinsalz. Das du mit deinem Steinsalz. Du träumst nachher schlecht von einem Steinsalz, nicht wahr? Schlecht nicht, ich träume davon gut. Genau. So, meine Lieben, gut. Und das noch angerichtet jetzt mit ein bisschen Orange. Das was, Freunde. Lecker, lecker, lecker. So kann man das machen, ja. Ja, die ist ein bisschen rauchig jetzt hier, ne? Jetzt riecht es aber gut, jetzt merke ich das Auto, die Maske, ne? Bisschen nach Weihnachten. Riecht nach Weihnachten. Ja. Herrlich. Das war's? Das war's. Mehr Experimente haben wir nicht? Sind wir durch? Heute sind wir durch, ja. Florian, ganz herzlichen Dank. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich habe das gemerkt, Konstantin. Du warst heute in Bestform. Ja, wirklich. Du aber auch. Ne? Und es hat alles funktioniert. Von der Teebeutelrakete über die Lavalampe, deine Zitronen-Orangen-Lampenkerze. Die brennt auch noch ein bisschen da, sieht man es. Oh, das ist aber, es brennt wirklich noch. Aber ja, das ist, genau. Jetzt sind die letzten Atemzüge wieder. Der Weihnachtsbaum hat auch gebrannt. Der Weihnachtsbaum hat auch gebrannt, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seht uns wieder regelmäßiger in diversen Varianten. Wir haben auch eine ganz wunderbare neue Reihe für euch. Dazu gibt es dann aber später mehr. Danke fürs Reinschalten. Viel Spaß, das irgendwann vielleicht mal in der Kinder- und Jugendfeuerwehr nachzumachen. Das ein oder andere Experiment hier kann man ja natürlich nachmachen. Das funktioniert ja wunderbar. Genau. Und dann sehen wir uns wann nochmal? Wir sehen uns irgendwann wieder. Nee, Mittwoch. Nee, es ist ja jetzt schon Mittwoch, Flo. Achso, es ist jetzt schon Mittwoch. Ist ja jetzt schon Mittwoch. Ach, so ein Ärger, wieder verkackt hier. Tschüss, bis übernächste Woche. Der Duracell-Hase Konstantin ist wieder am Arbeiten. Ich winke jetzt den ganzen Abspann durch.